Jetzt kommen wir zu einem jungen Mann. Ja, ich möchte schon fast sagen, Stürmer des nächsten deutschen Meisters. Heute bei uns zu Gast von Schalke 04, Gerald Asamoah. Gerald Asamoah, deine Fans hier. Ach, freut mich. Ja. Ja, da bin ich ja mal sehr froh, dass einer der Fußballer hierher kommt. Die tun sich ja immer ein bisschen schwer. Warum dürfen die Fußballer nicht, sagen die Trainer, nee, kannst nicht hingehen oder? Okay, die Trainer sind ein bisschen dagegen, ist ja klar. Warum? Ich weiß nicht, gegen mich jetzt oder grundsätzlich gegen Fernsehsendungen? Ich habe heute schon Ärger bekommen. Wie? Beim Training. Vom Hübsch Stevens? Aber richtig. Da muss nichts drum geben. Muss nichts drum geben, ist ein Holländer. Oh. Ich hab nichts gesagt. Entschuldigung. Ich hab nichts gesagt. Aber es ging schon heute. Hauptsache, ihr spielt dann gut, weißt du? Nachher heißt dann wieder, wenn du Samstag nicht gut spielst, heißt hier, dumm rumkicken, ja, aber beim Raab große Sprüche klopfen. Ja? Das ist, glaube ich, das, wovor ihr Angst habt, oder? Aber ich denke, wir packen das schon am Samstag. Gegen wen geht's am Samstag? Lautern. Lautern, oh! Schon geübt? Ja? Wir spielen ja zu Hause, also kann das kein Problem sein. Ah ja, das ist ja unfassbar, was da eine Stimmung ist in der neuen Schalke Arena, oder? Ich war selber noch nie da. Ist es so laut, wie immer gesagt wird? Sehr laut. Ich meine, sag mal, zum Beispiel gegen Bayern ist ja, da hörst du gar nicht mehr. Gegen Bayern ist ja die Stimmung sehr hoch. Ja. Aber ich denke mal, du musst mal reinkommen. Ich komme gerne. Ist es denn so, dass da die Aggressionen dann auch ein bisschen größer sind, wenn so ein Krach in der Hütte ist? Ja, wenn der Hoeneß da jetzt reinkommt, dann ist doch bestimmt, dann toben die doch, oder? Nee, okay. Das ist für uns Spieler gut, weil wir sehr gut spielen, wenn wir die Stimmung hören und so. Aber Aggression, es kommt ab und zu mal vor. Aber bei uns passiert ja nicht so oft wie in Kaiserslautern. Ja, waren die Kaiserslautern? Waren die Kaiserslautern da schuld oder waren es die Bayern? Wer war so böse am letzten Wochenende? Das hat man ja gesehen, dass die Lautern ein bisschen hart rangegangen sind. Aber würde ich mal sagen, die Lautner waren ein bisschen aggressiv. Hat man da Respekt als Spieler, wenn man so zwei, dreimal vom Gegenspieler so einen leichten Tritt irgendwo bekommt? Dann, ich kann mir vorstellen, dass man dann sauer wird. Ja? Wenn es beim ersten Mal oder beim zweiten Mal ist, dann schaut man noch drüber hinweg. Aber kriegt man dann Aggression, dass man dann irgendwann mal ausrastet und will es eigentlich gar nicht? Da bin ich dann, ich bin Zähne rausgehauen und hat es gar nicht gewollt. Das kannst du ja nicht machen. Aber ich bin da ein anderer Typ. Es gibt ja vielleicht Spielertypen, die das machen würden, aber ich bin so ein Typ, wenn du mich umhauen solltest, dann... Kriegst du selbst einen drauf. Gib ich keinen Wunsch oder so, aber das kommt vielleicht... Vielleicht macht ein anderer Spieler von uns. Wie sieht deine Statistik aus? Gelbe Karten, rote Karten? Okay, ich habe bis jetzt 4 gelbe Karten. Und das geht doch noch. Ja, und ein gelb-rot, aber das war wegen Schwalbe. Wegen was? Ach, du hast eine Schwalbe gemacht? Du hast eine Schwalbe gemacht? Kommt ab und zu mal vor, oder? Ja. Aber nicht absichtlich, oder? Ja, ich habe ein bisschen geschwitzt. Übt man das im Training, Schwalben? Nee, übt man nicht, aber... Warst du wenigstens im Strafraum? Ja, ich war vorbei am Tor, weil ich weiß auch nicht, warum ich mich fallen gelassen habe. Aber kommt ab und zu mal vor. Ja. Ja, ich fand ja immer noch die Schwalbe von 74 von Bernd Hölzenbein, die uns die WM gebracht hat. Erinnern Sie sich noch dran? Oder war es eine Schwalbe? Es war so ein bisschen, oder? Hat sich jedenfalls gut fallen gelassen damals. Ja, hat ja was geholt, aber ich habe dafür Gelb-Rot bekommen. Ja, damals gab es halt noch kein Gelb-Rot. Ja? Das war eine andere Zeit. Oh, hast du mir was mitgebracht? Ja, ist das für mich? Schon. Oh, super, ein Schalke-Shirt. Es tut mir leid, dass Köln nicht reingekommen ist im Finale. Ja, ich weiß, tut dir sehr leid. Und das Andenken und XXL. Ach, ja, XXL, alles super. Ja. Das ist das Finale-Shirt, ja? Und Schalke im Finale. Das ist Erwin von Schalke. Vielleicht kenne ich. Erkennst du das? Ja, das ist der Schalke-Erwin. Da gibt es auch Lieder vielleicht von. Änderst du das ja um, dass du irgendwann mal zu Schalke kommst. Ja. Ja, es ist ja schwer. Weißt du, als FC-Fan ist es halt so, seit 78, glaube ich, haben wir nichts mehr gewonnen, oder? Und ich war beim letzten Pokalendspiel, in dem der 1. FC Köln gestanden hat, bin ich noch für 52 Mark mit dem Bus von Köln Hauptbahnhof bis nach Berlin gefahren. Nachts um 2 losgefahren, morgens um 6 angekommen. Es war damals gegen Werder Bremen. Wann war das? Ende der 80er, Anfang der 90er?
War Köln zum letzten Mal im Pokalfinale? Da habe ich keine Ahnung davon. Ja. Und dann habe ich nur mit so, also ich bin ja nicht der, der jetzt jedes Mal zum Fußball geht, aber hin und wieder, ja. Und dann habe ich mit so Typen im Bus gesessen, die also nachts um zwei, als der Bus hier in Köln losfuhr, ging er schon los. Ja. Und immer zum Kutscher, immer eins, zwei, drei, und dann haben die zum Kutscher, zum Busfahrer, ja. Ja. Immer haben die immer gezählt hin. Ein, zwei, drei, nochmal. Kutscher, lass die Kupplung flitschen! Ja. Und so ging das dann. Ja, ich war natürlich völlig fertig. Ja, jetzt habt ihr die Chance auf das Double, oder? Ja, doch. Wir hätten gern Köln gehabt. Ja, ja, komm, das machst du jetzt nur, um dich hier bei mir gut Freund zu machen. Ja. Nee, das wollen wir nicht, weil ich denke mal, Köln wäre uns lieber, denke ich mal. Ja, weil die schlechter spielen, das kann ich mir vorstellen. Aber dann müssen wir auch akzeptieren, dass Leverkusen kommt. Ja, der FC, der kommt wieder, weißt du? In zwei, drei Jahren, ja, sind die dann wieder aus der Regionalliga aufgestiegen in die zweite Liga und dann arbeiten sich wieder hoch. Es gibt ja noch Chancen. Ich meine, es sind noch ein paar Spiele noch und vielleicht schaffen das ja noch. Seid ihr denn guten Mutes, dass ihr noch Meister werden könnt? Wie ist das innerhalb der Mannschaft? Sagt man sich das gegenseitig oder spricht man da nicht drüber? Ja, natürlich, da sprechen wir ab und zu mal darüber, aber ist klar, dass es ein bisschen schwierig ist, weil wir 5 Punkte hinter Leverkusen sind. Aber 5 Punkte, das sind zwei, das ist einmal Kaiserslautern geschlagen. Wen müsst ihr dann nachschlagen? Müssen wir nach Köln. Ach, ja, aber Mann, das ist doch ein leichtes Spiel, oder? Ja, da seid ihr doch in 2 Wochen Tabellenführer. Ja, dafür muss man Leverkusen auch verlieren. Leverkusen. Ja gut, das kriegen wir schon hin, oder? Gegen wen muss Leverkusen spielen? Das weiß ich nicht. Weiß nicht, ja, aber das schaffen wir schon. Also ich würde es euch wirklich gönnen, ja, weil ich bin ja ein bisschen Schalke-Sympathisant. Auch ich habe letztes Jahr dieses Spiel, das tut mir ja so leid. Habt ihr das mittlerweile aus den Köpfen verdrängt? Ja, sieht man doch. Ich meine, jetzt spielen wir wieder gut. Ja. Und vielleicht schaffen wir das diesmal wieder. Wie sieht's aus mit Nationalmannschaft? Fährst du mit zur WM? Weißt du das schon? Nee, weiß ich noch nicht, aber ich hoffe es mir das. Ja? Und ja, man hofft sich dabei zu sein, aber ich schätze meine Chancen gut aus, denke ich mal. Ja, aber du wirst es schon schaffen. Wir brauchen einen, der da vorne mal ein bisschen Druck macht. Das hoffe ich. Ja. Was hörst du privat für Musik? Du bist doch bestimmt so ein Soul-Freak, oder? Ja, so mäßig und Rap, ja? Hip-Hop. Ja? Und ab und zu mal hört man ein bisschen Schlager, wenn man... Du hast Schlager? Ja, ab und zu mal. Sieht ein bisschen komisch aus, aber... Wie sieht komisch aus? Ja, stell dir mal vor, ich steig mal ein Auto aus. Ja? Und dann, was läuft denn da? Ja, dann mal ein farbiger Start ein Auto aus, macht hier auf und dann auf einmal Marmor, Stahl und Eisen bricht. Das wäre ein bisschen komisch aussehen, denke ich mal, oder? Was für Schlager hörst du noch? Ja, Wolfgang Petri höre ich. Wolfgang Petri hörst du? Hört mal ab und zu mal. Ich habe diesen Bildschlager-CD. Also eine Schlager-CD? Ja, und da sind alle Lieder drauf und ab und zu mal... Hört mal ein bisschen rein. Hast du, Wolfgang Petri hat doch mal auf Schalke auch gespielt, im Stadion. Da war ich vor 2 Jahren oder so. Hat er ausverkauftes Geld im Parkstadion noch. Da war ich nicht da. Wolfgang Petri Open-Air-Konzert. Singst du mit? Singst du Wolfgang Petri-Lieder? Na, da wollen wir doch mal gucken, na. Ob du Wolfgang Petri-Lieder singen kannst. So, pass jetzt. Das ist Wahnsinn. Nein, nein. Du brauchst nur Hölle, Hölle, Mann. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Ja, sehr gut, klappt doch. Ja, du bist geboren in Ghana, oder? Ja. Ist richtig. Bist du dort auch zur Schule gegangen? Oder du sprichst doch sehr gut Deutsch. Ja, Deutsch spreche ich auch und Ghanesisch spreche ich auch. Aber ich bin mit 12 rübergekommen nach Deutschland. Du warst dort auf einem Internat. Ja. Wo man auch übernachtet und alles. Und ja, da war ich bis 12 da und dann nach Deutschland gekommen. Hast du auch Fußball spielen gelernt schon? Ja, da habe ich auch Fußball gespielt, aber nicht in einem Verein, sondern einfach haben wir oft auf den Straßen gespielt. Ja. Und ja, so war das. Aber wir hatten so keinen Verein wie hier in Deutschland. Ja. Ich habe gehört, du hattest die Aufgabe, die Hasen vom Schuldirektor zu pflegen. Ja, es war so, dass wir alle Schüler, jeder vor der Schule, jeder eine Aufgabe hatte, was zu machen. Und man sollte irgendwas auswählen, was man gerne machen würde. Es gab so viele Aufgaben und ich habe mir das ausgesucht. Und dann irgendwann mal bin ich dann hochgestiegen. Dann war ich beim Direktor, bei seinen Hasen und dann durfte ich das machen. Was musstest du mit den Hasen machen? Füttern, Ohren sauber machen. Den Hasen die Ohren sauber machen? Ein Hase!
Du Nasehase, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Machst du denn hier? Der Blasen. Gerhard, du darfst wieder gehen. Lass den Gerhard jetzt in Ruhe. Ja? Die Ohren macht er dir nicht sauber. Das hättest du dir so gedacht. Der Blasehase, meine Damen und Herren. Kommt her. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich wünsche dir sehr viel Glück. Hast du gestern uns zugesehen? Wie findest du mich eigentlich in dem Anzug? Mal eine ganz andere Frage. Ach, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Aber auch nicht richtig gut, oder? Ihr habt doch auch immer so Mannschaftsanzüge, oder? Aber. Bestimmt dunkelblau bei Schalke, oder? Schicke dunkelblau. Nee, einen beigen. Beige? Ja. Ja. Gestern, meine Damen und Herren, habe ich Ihnen was gezeigt. Ich muss das gerade noch mal zeigen, weil wir haben viele erboste Anrufe bekommen. Ich habe gestern mir auch schon diesen Anzug angezogen, um so toll auszusehen, wie Michel Friedmann, der bestangezogene Mann in Deutschland ist. Und da habe ich mir gestern, ja, um die Haare auch so hinzukriegen wie Michel Friedmann, ja, habe ich gestern ein Hilfsmittel verwendet. Wir haben böse Anrufe bekommen. Ich möchte Ihnen das noch mal zeigen. Guck mal, kannst du noch mal genau auf die Frisur fahren? Bitte? Kannst du mal näher drauf? Ja, was machen wir denn da? Ich habe eine Idee. Ja. Und jetzt haben hier viele Leute angerufen und haben gesagt, das ist aber total gemein, das stimmt überhaupt nicht, dass sich der Michel Friedmann Rama in die Haare schmiert. Ja? Das ist total gelogen und so. Und ich möchte mich echt entschuldigen, natürlich stimmt das nicht. Es ist natürlich Letter. Ja? Und es tut mir leid, ich nehme alles zurück. Ja? Entschuldigung. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Ja? Es tut mir leid. An der Seite auch. An der Seite. Ja. Hier noch was, oder? Ja, hier fehlt noch was. Sagt, ja. Könnte aber auch Hüb Stevens sein, oder? Wir haben nichts gesagt, Herr Stevens. Nicht, dass Sie den Gerald morgen schimpfen. Duzt ihr euch eigentlich? Dürft ihr den Trainer duzen? Nee, nee. Ah, ich muss schon Sie sagen. Ja, Trainer und Sie, ja, natürlich. Herr Stevens, aber er duzt euch? Ja, natürlich. Ja, das darf er. Er darf es. Ist ja unser Vorgesetzter. Ja, ja, natürlich. Ist er eigentlich sehr traurig, dass Holland nicht dabei ist? Bei der WM? Da sage ich nicht dazu. Ach, da sagst du nichts dazu. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er. Oder ist er jetzt so schon auf der geht ja zu Hertha BSC, oder? Ja. Auf Hertha BSC fixiert, dass er gar nicht mehr an Holland denkt. Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass er an Holland denkt. Aber es tut mir leid, dass sie nicht dabei sind. Dass Holland nicht dabei ist. Trainer? Das hörte sich aber, kam jetzt ziemlich gequält raus. Ich glaube, das merkt der Herr Stevens, dass das nicht ganz von Herzen kam. Aber so ist das Leben. Aber Herr Stevens, bitte. Der Herr Asamoah ist für mich der beste Spieler der ganzen Welt. Oh. Und der. Ja, die Butter kommt schon wieder runter. Ja, und ich wünsche euch weiterhin viel Glück. Ihr habt es wirklich verdient. Ihr seid eine sehr sympathische Mannschaft. Viel Glück am Samstag gegen Kaiserslautern. Vielleicht schafft ihr noch die Meisterschaft, vielleicht auch das Double. Das wäre euch zu wünschen nach dem letzten Jahr. Ja. Das wäre eine Riesennummer. Ich bin dafür.